Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Nach 2 Jahren sind wir zurück im Ödland. Ja, ihr seht, ich brauche meine Zeit. Ja, alle Wackelpuppen am Start. Wir wären schneller, wenn du auf die Straße schauen würdest. Was machst du denn da? Ja, einzige Problem ist, alles von Robotern betrieben. Ich hoffe, es hört bald auf zu regnen. Hoffe ich auch. Muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Meine ganzen... Neuer Tag, ein neuer Auftrag. Paladin Dance, ja. Meine ganzen Powerrüstung. Die Allee der Powerrüstung. Cotsworth. Ich stelle mir nur gerade vor, wie schön es ohne diesen verfluchten Ja, gerade kam das Next-Gen-Update, was eine gute Sache war, denn, ich habe das Spiel gestern schon wieder runtergeladen gehabt und wollte schon mal so ein paar Sachen ausprobieren, damit ich nicht so lange brauche, um wieder reinzukommen. Ja, das ging nicht. Ich habe das Spiel versucht zu starten und nach 20 Sekunden, bupp, abgestürzt. Ich habe dann rausbekommen, es liegt wahrscheinlich am Automatron DLC, dass das neuerdings so passiert. Wieso ist sie rot? Hab ich die geklaut oder was? Steht sogar dran, stehlen. Na gut. Was haben wir denn hier? Ja, und ich hatte so die leise Hoffnung, dass ich meine Mods noch benutzen kann. Ich benutze ja nicht so allzu viele. Nee, ich kriege noch nicht mal meine Verbindung zu den Mods. Geschweige denn zum Creation Club. Da ist mir wieder typisch Bethesda, ne? Meine ganzen Ausstellungsstücke hier. So, und momentan ist es so, also das Spiel erinnert sich wohl noch an die Mod. Denn ihr seht, ich habe 319 von 500.000 Kilo, die ich schleppen kann. Also halbe Tonne könnte ich schleppen mit Mod. Allerdings ist die Mod gerade nicht da. So, und angeblich sollen wir 60 FPS jetzt haben? Ich weiß das nicht. Ach so, ja, stimmt ja. Wir können ja hier Settings, ne? Jetzt haben wir Anzeige. Wo ist das? Da nicht. Gameplay, Schwierigkeit. Sehr schwer haben wir angemacht, alles klar, gut. Irgendwas habe ich. Fadenkreuz, Dialoge, Untertitel. Schwebende, bla bla bla. Okay. Ja, Audio nicht, ne? Oder hätte ich das vorab machen müssen? Gameplay. Ja, Gameplay nicht. Steuerung, Anzeige. Dialogkamera, Dialoguntertitel. Allgemeiner, schwebende. Also die Legende besagt. Bruderschaft, machen wir sie stolz. Ich könnte zwischen Qualität und Performance wählen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Schön, dass wir im selben... Ach so, ich denke schon, was steht die Powerrüstung hier so rum? Also Quests sind gerade reingeflattert, ohne Ende.
Es ist so eine Erleichterung, sich keine Gedanken mehr um das Institut machen zu müssen. Aha. Ja. Alles gut, alles gut. Weißt du was? Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Siehst du besser aus? Ich weiß es nicht. Das ist so eine Sache, das kann ich schlecht einstellen. Ich habe vorher mit Mods gespielt, da hatte ich hier schöne grüne Pflanzen. Die grünen Pflanzen sind weg. Ein neuer Tag. Wir haben wohl was richtig gemacht. Keine Ahnung. Bist du bereit, Lothar? Wo ist denn Pieper? Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es wehtut, wenn du verstehst. Ja, ja. Nichts ist befriedigender als eine rauchende Waffe und eine Tasche voll Blut. Was ist denn mit dir, Kaputten? Hey. Ich habe eine Nachricht von der Burg erhalten. Offenbar haben sie Gegner entdeckt, die den Perimeter ausgespäht haben. Wir sollten versuchen, rauszufinden, was da los ist. Ich glaube, da habe ich das Let's Play beendet, weil ich draufgegangen bin bei der ganzen Sache. Mit ihm zu reisen ist ausgesprochen. Wer quatscht denn hier? Hä? Na, Oma Murphy? Alte Drogentante? Wo ist meine Pieper? Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt's? Ich hoffe, dass ich dich bei unserem letzten Gespräch mit meiner Ich habe keine Ahnung, wo Pieper ist. Ist sie eventuell wieder abgehauen? Mein letzter Kampf ist schon viel zu lange her. Oder wohnt hier irgendwo? Was ist das denn für ein Ding? Ach, das haben wir für irgendeine Quest gemacht, ne? Das ist danach zusammengebrochen, stimmt. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Das ist auf jeden Fall krasse. Naja, auf jeden Fall musste ich gerade erstmal hier. Ordentlich Zeug ablegen. Ach ja, gut, so. Was haben wir denn hier? Daten. Da ist er. Verteidigung über. Ich habe erfahren, dass die Garnison der Burg Hilfe benötigt. Ich glaube, das haben wir letztes Mal, ne? Untersuche Saugon Ironworks. Ist das neu? Schmelztiegel. Durchsuche Watts Haushaltselektronentechnik. Untersuche die Werkstatt des Händlers. Wenn Schweine fliegen. Töte Pyro. Drei Runden. Hör dir das Walt-Null-Signal an. Gut. Dies ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Hilfe! Sie werden mich töten! Dies ist eine Aufzeichnung. Aha. Die Nachricht wird in 3 Sekunden wiederholt. Wo will er denn mit dem Nudelholz hin? Hey, Preston. Gibt es irgendwo neue Schwierigkeiten? Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Wo will er hin? Ja, seht's mir nach.
Untersuche die Koordinaten. Ach, da sollen wir hin. Alles klar. Oh. Fliegen wir mal hin. Gucken wir, was da los ist. Weil ich habe gehört, es sollen auch neue Quests oder eine neue Quest reingekommen sein. Das Problem ist, wir haben gerade jede Menge Quests bekommen. Tja. Warum renne ich denn mit dir rum und nicht mit Piper? Wo ist Piper eigentlich? Ist egal. Wer seid denn ihr? Maulwurfsratten sind widerlich. Ja, ist cool. Ich hoffe, die Modder... Ah, guck an. Wer bist denn du? Gunner Holobond. 4 Fusionszellen. Ja, wie ging das noch? Kleidung, Hilfsmittel, diverses, Schrott, Mutz, Munition, diverses. Das war das, ne? Anweisung für Crane. Crane, obwohl ich mich dagegen gesperrt habe, wollte Sarge, dass ich dir eine Kopie der neuesten Backdoor für die Pitboys gebe. Die geht nicht durch das aktuelle Betriebssystem, sondern greift auf eine niedrigere Codeebene im Gerät zu. Wenn es das tut, passiert etwas Interessantes. Ach, ich verschwende meine Zeit. Du musst lediglich den Stecker an der Rückseite des Pitboys ziehen. Sei dieses Mal vorsichtig. Rein damit in irgendeinen Pitboy-Gesetz. Dem Fall, der Stecker ist gezogen und das Backdoor. Wie geht's weiter? Kannst du die Daten von jedem Pitboy saugen, den du findest? Koordinaten, Protokolle, alles. Sarge hofft, dass wir weitere Vaults über ihre Pitboys aufstöbern können. Wenn wir auf Vault-Bewohner stoßen, du weißt, was das bedeutet. Ach, zur Hölle damit. Wie ich dich kenne, führst du eher die Vault-Bewohner zu uns als umgekehrt. Ich hoffe, Sarge weiß, was er da tut. Okay. Jetzt habe ich das Ding aus Versehen aufgenommen. Ja, und jetzt? Schaffe dir Zugang zum Pitboy des Gunners. Pitboy-Daten runterladen. Mann, wo soll ich bloß anfangen? Gut, dass ich hier alles loswerden kann. Wir sitzen seit Wochen in diesem Vault fest. Mir wurde tierisch langweilig und ich spiele auf diesen Dingern wurde auch öde. Und zwar schnell. Eine Zeit lang war es ganz witzig. Zetteln mit Trittmilch auf Kanuris Rücken zu kleben, aber dann hieß es auch noch Papierknappheit. Außerdem ist es gar nicht mal so leicht, jemanden zu verarschen, der dauernd in seinem Zimmer hockt. Wir haben schon versucht, den Aggressotron so umzuprogrammieren, dass er ihm die Unterhose über den Kopf zieht. Naja, lief jetzt nicht so prall. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass wir Lasenski erzählt hat, dass er die Pitboys für Sarge umprogrammiert hat, damit wir auf Missionen ins leuchtende Meer nicht verloren gehen. Dumm gelaufen. Ich habe eine bessere Idee für das
bescheuerte Programm. Ich habe ein paar Jungs zusammengetrommelt und wir sind in die Küche eingestiegen, um die ewig alte Mörlocksuppe zu klauen, die die Kantine tagelang vollgestunken hat. Die haben wir dann mit einem Seil über dem Terrarium gezogen. Danach mussten wir nur abwarten, bis Kanori Essen fassen wollte. Als alle anderen schon im Bett waren, ich kann es kaum in Worte fassen, wie ich mich gefreut habe, als der kleine Karoni Punkt über seinem Pitboy-Bildschirm gewatschelt ist. Okay. Oh, der knurrt mich was an. Ich will hoffen, keiner. Todeskralle. Da ist sogar noch ein Flieger. Katschung. Ich dir das Hirn zermatschen. Stronger, der ist angefangen. Strong. Wir haben hier ein kleines Radiation-Problem. Aber geht so. Ich habe keine Ahnung, ob das neu ist oder... ob das nur Quests sind, die ich ausgelassen habe. Toll. Keine Granaten am Start. Habe ich die Dinger jetzt angezündet oder? Ja, nur wie kommen wir da rein? Kamerad Schnürschuh. Ah, da ist eine Leiter. Eine Treppe. Du da sein. Nicht verstecken. Nichts von Strong schlagen. Frisst ordentlich. Dich töten. Strong, keine Angst machen. Ja, Jungs. So doch nicht. Ich traue mich nichts mitzunehmen, weil ich meine Mod nicht mehr habe, wisst ihr? Was rennt hier rum?
Komm mal hier rein, Junge. Oh, das ist so ein komischer, ne, so ein Sturm, oder? Du komm raus, komm raus. Oh, er hat hier dicke Jacke, wäre noch bestellt. Drohnen nehmen wir auch mit. So, was hast du? Kronkorken, dreimal Fusionszelle, Red Away. Was ist das? Junge! Mensch, seien jetzt weg. Wie viele gibt's denn hier von euch? Achso, Pitbull-Daten wieder runterladen. Ich glaube, das ist neu, oder? 22.10.87. Ich benutze dieses Ding besser mal. Vielleicht hilft mir eine kleine Beichte dabei, damit klarzukommen, was ich getan habe. Also los. Caroni. Er war nie wirklich der perfekte Söldner, aber wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Er war gut mit diesen ganzen Technikkram. Terminals hacken, durch automatische Türen gelangen, Geschütztürme deaktivieren. Und ich habe den Rest erledigt. Aber das hat sich alles geändert, als wir bei den Gunnern eingestiegen sind. Die haben viel mehr bezahlt, als wir alleine zusammenkratzen konnten. War damals also eine leichte Entscheidung. Ich hatte ja keine Ahnung, was passieren würde, wenn Caroni mit anderen Leuten außer mir zusammenarbeiten müsste. Als ich meinem Trupp zugeteilt wurde, fühlte sich das an, als würde ich die Jungs schon ewig kennen. Wir arbeiten gut zusammen und meine Treffsicherheit brachte mir Respekt ein. Bei Caroni lief es anders. Er war schon immer eine Nummer für sich und seine Schüchternheit frustrierte Sarge. Es war ein Fehler, ihm ein Lasergewehr in die Hand zu drücken. Denn sein Talent lag ganz woanders. Ich dachte, dass sich die Dinge ändern würden, als wir den Vault einnahmen. Dass er etwas aus sich herauskommen würde. Aber es war genau das Gegenteil. Diese verdammten Pitboys. Er ist von ihnen besessen. Er ist die ganze Zeit in seinem Zimmer und spielt. Ich habe versucht, ihn davon wegzureißen und ihm gesagt, dass ihn Sarge rausschmeißen würde, wenn nicht noch Schlimmeres. Aber er weist mich immer ab. Lustigerweise schlage ich ihn immer bei diesen Spielen, obwohl er sie schon viel länger spielt. Wenn ich nochmal drei Runden höre, passiert was. Vielleicht macht er sich ja noch eines Tages. Aber so lange kann ich nicht warten. Ich muss was tun, und zwar schnell. Ich schulde ihm was, weil er mein Leben gerettet hat. Dieser Vault steckt voller Camps. Wird Ihnen gar nicht auffallen, wenn ein paar Psychos fehlen. Okay. Und dann haben wir jetzt... Achso. Was wird da sein? Wisst ihr was Blödes? Junge, bist du ein Zappel, Philipp? Ich habe keinen Red Away. Weil ich gerade meine Taschen leer geräumt habe. Alter, die ganze Hütte voll hier. Er klatscht mir einfach eine. Lustig. Eine Fusionszelle, ja. Das ist nix gut. Das ist nix gut. Nix gut. Mit dem Sturm. Alle Abhängigkeiten rein, ja.
Red X, ja. Da habe ich noch Red Away. Wie drückt man sich denn nochmal hier so ein... da. Leuchtet denn hier? Schlüssel zum Kirchensafe. Oh, wo ist der denn? Da. Menschenschrott. Schlimmster Menschenschrott von allen. Red nicht so ein Blech. Ihr glaubt nicht, was ich an Stuff ablegen musste, ne? Weil, da hinten sind Reds. Ich kann immer noch schleppen. Ich bin aber eigentlich 6 Kilo schon überm Gewichtslimit. Was das? Keine Ahnung, was das. Wow, 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 wow. Toll, ich bin schön verkrüppelt. Wie ging das noch? Status, ne? So, und dann... Musste man nicht irgendwie hier... Körperteile auswählen? Die dann wieder. Reparieren? Irgendwie war das doch. Inventar. Daten. Karte. Radio. Ja, ist aber Red Skorpion. Ja, man sollte nicht einfach irgendwelche Skorpione anschießen, ne? So. Da vorne ist unser nächstes Ziel. Sendeturm. Er hat auch nochmal Fusionszellen dabei. Ich erstelle hier einen Missionsreport. Sollte jemand meine Leiche finden, falls sie mich nicht identifizieren können. Ich bin Leutnant Lasansky, Techniker des Bergungsteams 20. Wir konnten das Wrack orten. Es ist vermutlich intakt und hat den Absturz überstanden. Allerdings haben wir die feindselige Umgebung dieser Mission etwas unterschätzt. Und daher sind 2/3 des Zugs entweder tot oder missed in action. Wenn Caroni nicht wäre, wäre es mir wohl genauso ergangen.
Ich war mir nicht ganz sicher, warum der Sergeant wollte, dass der Gefreite mitkommt, aber in dem Moment war ich heilfroh. Das hielt allerdings nicht lange an. Obwohl uns Coretti rettete, gehorchte er keinen Befehlen. Er gab nur dann einen Mucks von sich, als einer aus dem Trupp einen Feind tötete. Immer wenn das passierte, sah sich Caroni fieberhaft nach der nächsten Mutation um, die beseitigt werden musste. Wir versuchten ihm zu erklären, dass dadurch noch mehr kommen würden, aber er hörte nicht auf uns. Es sah fast so aus, als wollte er die meisten Kills von allen erzielen. War das für ihn so eine Art Spiel? Wir konnten unsere Position nicht mehr erhalten. Sogar Caroni hielt sich zurück, als uns zwei Todeskrallen einkesselten. Da waren wir endlich mal einer Meinung. Wir flüchteten in eine nahegelegene Höhle und die Bestien hatten anscheinend unsere Spur verloren. Dort fanden wir eine Art Vorkriegswaffe. Ich habe zwar schon Plasmagewehre auseinander und zusammengebaut, aber sowas hatte ich noch nie gesehen. Wir mussten es zurück zur Basis bringen, aber zuerst mussten wir uns etwas ausruhen. Als ich aufwachte, waren nicht nur alle Mentats fort, sondern Coroni saß über die Waffe gebeugt da und die Teile waren auf dem Fels verstreut. Auch im Angesicht des Todes konnte ich mir diese Chance auf eine Beförderung nicht entgehen lassen und rammte Karori um. Er wehrte sich, kaum ging das Gerangel los, stieg auch der Rest des Teams ein. Wir kämpften alle um die Waffe. Der Lärm machte die Überbleibsel der Bevölkerung des leuchtenden Meers auf uns aufmerksam und wir mussten wieder die Beine in die Hand nehmen. Diesmal kamen wir nicht so einfach davon. Der Rest von uns wurde in Stücke gerissen. Die Waffe funktionierte. Caroni schoss wie von Sinnen in den Ansturm. So effektiv das auch war, es reichte nicht. Er rannte ins Meer und die Energiebänder der Waffe verloren sich. Langsam im Nebel. Das war das Letzte, was ich von ihm sah. Ich bin noch einmal davongekommen, zumindest größtenteils. Ich werde versuchen, mit einem Sender Hilfe anzufunken. Aber lange halte ich nicht mehr durch. Okay. Ah! Scheiß die Wand an! Warum machst du sowas? Blöde... Scheiß... Blähfliege, du. Ah! Willkommen im Ödland, ne? Ey, da sind noch mehr! Kannst du Viecher mal killen? Danke sehr. Alter. Hier ist was los. In der Skyrim. Nicht Skyrim. Ja, da hinten, das sieht aus wie leuchtend Meer, ne? Was ist denn jetzt unser Auftrag? Drei Runden. Hör dir das Gunner-Überbleibsel-Signal an. Okay. Ja. Ich soll erstmal reparieren, oder was? Menschen alle aussehen komisch. Ach so, das ist wieder so ein Piepending, da muss ich in die richtige Richtung laufen. 16. 15. 19, die Richtung. 21, 20, 17. Ne, falsche Richtung.
Der Flieger oder was? Scheiß die Wand an, ey. Schon wieder hier so ein Drecksvieh. Leck mich fett, du. Leck mich fett. Das ist... Ah, ja. Wenn du im Spiel bist, ne, dann ist das in Ordnung, ne? Aber... Wenn du nach 2 Jahren hier gerade wieder gestartet hast, die ganze Geschichte... Ich tippe auf das Flugzeug, oder? Ah ja. Skylands Flug 1665. Schrott liegen. Sei nutzlos. Er ist Flugschreiber, Junge. Kann man denn damit was machen? Daten. Aufgaben. Na, bin ich dann vorbei, ne, an Flugschreiber. Faradays Programm und Fred Allens Passwort. Hilfsmittel, Kleidung, Waffen. Daten. Folge dem Gunner. Neunundneunzig. Das sind wohl die Überbleibsel hier von den Gunnern. Alter, da haben die Fusions. Ich find's nur nicht. Und ich habe ja so einen radioaktiven Scheißsturm. Neunundneunzig.
95. Ach, da liegt er. Auftrag erledigt. Das Flugzeug ist zerstört, aber diese Teile sind intakt. Wir waren bei der Bestandsaufnahme und wollten checken, was wir zurück zur Vault 95 bringen könnten. Als ein blaues Licht im Nebel auftauchte, wir machten die Waffen scharf, als es näher kam. Ich konnte kaum meinen Augen trauen. Es war dieser Nichtsnutz, Karuni. Es war schnell klar, warum dieser Feigling überlebt hatte. Er trug etwas Hellleuchtendes über die Schulter geschnallt. Der Pisser würde unsere Position verraten. Ich sagte ihm, er solle es hinlegen. Machte er nicht. Ich sagte ihm, das sei ein Befehl. Er antwortete nicht. Wir richteten die Waffen auf ihn und ich wiederholte meinen Befehl. Er stand einfach nur da und ich befahl meinen Männern, näher ranzugehen. Als sie ihn umzingelt hatten, kam eine Art Blitz aus dem Ding, verwandelte Feld in ein Häufchen Asche. Wir ließen einen Kugelhagel vom Stapel, aber als sich der Rauch lichtete, war der Drecksack verschwunden. Er konnte vorher keine zwei Schritte machen, ohne über seine Schnürsenkel zu stolpern, und jetzt konnte er blitzschnell verduften. Wir gingen hinterher, hinter dem Rumpf in Deckung, und er griff wieder an. Er ging dabei nicht mal in Deckung und erledigte zwei weitere Männer. Ich war sowieso schon so gut wie tot, also sprang ich auf ihn und verpasste ihm einen Kinnhaken. Er ging in der Kabine zu Boden. Ich und der Rest meiner Männer hielten ihn fest. Wir hassten es, dass wir ihn am Leben lassen mussten, aber die Befehlshaber mussten erfahren, was da draußen passiert war. Ansonsten hätte ich ihn selbst abgeknallt. Er hat sich zwar gut geschlagen, aber Leute wie er verlieren immer, egal welchen Vorteil sie haben. Ja, und jetzt? Erledige Karuni. Ho! Junge! Junge, was hast du denn hier? Eine Tesla-Kanone. Perfekt. Eine Tesla-Kanone. Die scheint neu zu sein. Drei Runden abgeschlossen. Redaway, Mantels. Ja, gut. Haben wir gerade so in der Folge geschafft. Und wir befinden uns jetzt hier im... Weiß ich gar nicht. Ich würde tippen. Da war die Karte. Alter Schäde. Ja. Ja, ist eine neue Quest. Weil wir sind außerhalb der Karte. Felsige Höhle. Verfallene... Aber wir waren schon mal hier, ne? Ist der Krater des Atoms. Ja. Kennen wir. Ja, schön. Schön. Gut. Kingsport Leuchtturm. Verteidige die Burg. Ich glaube, da ist auch neu, ne? Schmelztiegel. Durchsuche Watts Haushaltselektronik. Alles, die sind alle reingeflogen gekommen. Untersuche die Werkstatt des Händlers. Töte Pyro. Ich weiß nicht, wer das ist. Der Abend vor Allerheiligen, also Halloween. Wieder so ein seltsames Signal. Echos der Vergangenheit. Berge die Reflexkondensatortechnologie aus Satellitenstation Revere.
Reinigung des Commonwealths, Säuberer Aufenthalts, Abfallentsorgung, Lernkurve. Ja, und ja, ich glaube, das wollte ich nicht machen, ne? Berichte Dings. Das sind aber auch sonstige, ne? Sprich mit dem Gelehrten der Bruderschaft. Ich weiß es nicht mehr. Lernkurve erinnere ich mich dran. Aber ich wollte das irgendwie nicht machen, ne? Weil ich habe ja einen Freund als Ghoul, meine ich, ne? Und die sind ja so gegen Ghule und hier Strong rennt auch mit mir rum. Gut. So. Das war die erste Folge von Fallout 4 nach dem Next-Gen-Update. Ich habe jetzt grafikmäßig nicht viel gemerkt. Ich merke auch keine 60 FPS. Da kannst du mir sagen, das sind 60 FPS oder 30. Ich check davon nichts. Ich kann da nie einen Unterschied erkennen. Aber irgendwo habe ich gesehen, dass hier zwischen. Ich schau nochmal. Ne? Ich mache jetzt erstmal die Folge fertig, dann jage ich sie hoch. Und ja, dann bekommt ihr morgen die nächste Fallout 4 Folge. Geht das Let's Play noch ein Stückchen weiter? Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.